Es ist ein einzigartiges Naturschauspiel. Jedes Jahr zwischen April und Dezember machen sich tausende Südkaperwale auf den Weg von der Antarktis in wärmere Gewässer vor der Halbinsel Valdez im Süden Argentiniens. Hier bringen sie ihre Jungen zur Welt, bevor sie zurückkehren in die Antarktis. Dort ernähren sie sich von Krill. Aber diese kleinen Krebse sind Opfer des Klimawandels. Wenn die Meerestemperatur nur ein wenig höher ist als normal, dann geht die Menge an Krill zurück. Und Krill ist eines der Hauptnahrungsmittel der Wale. In den Jahren nach einer Krillknappheit registrieren wir weniger Walkälber. Auch das Überleben der Neugeborenen hängt damit direkt zusammen. In den vergangenen Jahren sind vor der Valdez-Halbinsel ungewöhnlich viele Wale gestorben. Die meisten waren weniger als 3 Monate alte Kälber. Zwar nehmen die Südkaper-Populationen auf der Südhalbkugel immer noch zu, das hängt mit einem 1935 verhängten Walfangverbot zusammen, dafür haben die Meeressäuger jetzt neue Feinde. Die Dominikanermöwen haben sich angewöhnt, sich von der Haut und vom Fett lebender Wale zu ernähren. Das ist Stress für die Wale, die sich schneller fortbewegen müssen und weniger Zeit zum Säugen ihrer Jungen und zum Ausruhen haben. Auch direkt vom Menschen verursachte Gefahren lauern in den Ozeanen. Umweltgifte, ausgelaufenes Öl, Schiffslärm und Fischernetze. Touristen dagegen können zum Schutz der Wale beitragen, indem sie zum Beispiel Patenschaften für die sanften Riesen übernehmen.